So. Wir können auch irgendwann mal einen Bogen machen, ne? Vielleicht. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Hier sind wir schon wieder auf Deep Slate Level. Oh, hier waren wir schon mal. Wir waren. Ach, jetzt sag nicht, das ist das, wo wir. Nee. Oder? Ist das das, wo wir hier runtergebrochen sind? Ja. Ach, das gibt's ja nicht. Alles connected hier. Ja, gut, nehmen wir das hier auch noch mit. Jetzt habe ich natürlich die Shears wieder zu Hause gelassen. Ich würde gerne mal dieses Glow-Lichen einsammeln. Die Erde können wir eigentlich auch gebrauchen. Aber ich hole jetzt erstmal da die Kohle und Eirenohre. Davon können wir niemals, nie genug kriegen. Würde ich mal so sagen. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, was wir machen mit den, mit der Village und den Villagern, die wir da eingesperrt haben. Ich würde ja schon gerne irgendwie da so eine Art Trading-Bereich aufbauen, dass wir wenigstens Mending auf jeden Fall kriegen, wenn wir uns mal Diamant-Tools irgendwann machen oder später dann in den Nether gehen und Netherite-Tools machen, dass wir dann nicht immer das Problem mit dem Reparieren kriegen werden. Und dann übers Traden mit, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Über das Traden mit den Villagern, dann auch eben besonders die Crops, also Weizen und so weiter und so fort. Dann die Level kriegen, um unsere Tools zu reparieren. Weil vorher möchte ich auch eigentlich nicht wirklich Diamantzeugs machen, wenn wir es noch nicht reparieren können. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ging. Da. War da oben was? Nee. Da oben geht's ganz woanders hin. War hier was? Sind wir hier nicht auch nach unten gekommen da? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nee, hier hört's auf. Ich meine, ja, so eine Art Trading-Hall zu machen. Ist natürlich auch möglich, dass man die Villager sich vermehren lässt und so weiter und so fort. Ah, weiß ich noch nicht. So, wo gehen wir jetzt am besten lang? Hier ist auf jeden Fall noch eine Redstone. Aber mit Redstone haben wir auch noch nichts gemacht, ne? Da könnten wir auch mal vielleicht irgendwann was anfangen. Ach, von hier kommen wir. Ja, ich bin auch durch. Wir könnten jetzt hier runter gehen. Wir können auch erstmal. Ja, wir erkunden erstmal hier die Höhle, die wir jetzt schon angefangen haben. Das ist ja eh immer so, diese ganzen Höhlen in Minecraft. Puh, ja. Geht immer schlimmer, immer größer. Aber na gut, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Eisen. Ach, ist das schön. Und da ist noch mal Eisen. Noch mehr Eisen. Viel Eisen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe es ja schon mal angeschaut, wo man Eisen jetzt am besten abbauen kann und so weiter und so fort. Aber so richtig weiß ich es auch nicht mehr. Hat sich alles geändert. Früher einfach schön auf die tiefste Höhe runter und Strip Mine. Hat nichts mit Ausziehen zu tun. Hört auf zu lachen. So. So, die hier könnten wir doch, glaube ich, so mitnehmen, ne? Genau. Ja, super.
Dann bleiben wir erstmal hier, glaube ich. Ich weiß, ich habe schon viel zu oft gesagt, wir brauchen noch irgendeine Art Höhlen-Playlist. Um dann nochmal spannendere Musik zu haben. Hallo? Ich meine, was man natürlich auch machen könnte. Die Musik. Einfach die. Warte, spannender. Oh! Ob das hier. Ist das eine Geode? Eine Geode? Ist gut möglich, ne? Eine lange Höhle. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind von den relativen Koordinaten her zu unserer Monsterfalle und was auch immer. Aber ich möchte einfach mal alles ausleuchten, denn je mehr wir ausleuchten, desto mehr kann in unserer kleinen Mini-Monsterfalle spawnen. Und dann können wir uns vielleicht demnächst wirklich mal einen Bogen machen. Wobei das mit den Spinnen scheint ja nicht so gut zu funktionieren. Aber so einen Bogen kann man sich ja auch noch schön verzaubern später mal. Ah, dafür brauchen wir noch Bücherregal und den ganzen Kletterradatsch. Also, ja, müssen wir mal schauen. Da ist eine Höhle versteckt. Hallo? Hallo? Da unten ist nicht. Da oben ist was, vielleicht. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Müssen wir natürlich ganz sein. In der Hoffnung, dass hier noch nichts gespawnt ist an Monstern. Sonst könnte das für uns wirklich, wirklich schrecklich ausgehen. Ich werde mich immer vorbauen. Uhuhu. Ab ins Ungewisse. Oder so. Leuchte hier am besten erstmal alles aus. Das ist jetzt das Gefährlichste, was wir machen können. Gerade kein Monster. Das dauert viel zu lange. Jedenfalls scheinen wir. Das hier wird so ein richtiger ASMR-Stream, wenn das so weitergeht. Doch, hier oben ist nichts. Dann nehmen wir nochmal alles an Rohstoffen mit. Jetzt ist ja hier wieder, jetzt ist ja erkundet. Können wir hier wieder. Wir sind die Rohstoffsammler. Die Rohstoffsammler. Ich baue dir Eisen ab. Und ich hoffe Kohle bald auch aus. Nee, das Lied hier macht. Nee, das Lied hier macht. Nee, das Lied hier macht gar keinen Sinn. Ja, das war jetzt nicht so schön. Entschuldigt das. So, Geronimo. Und weiter geht's in der Höhle. Achso, hier haben wir auch schon alles erkundet. Ich baue das Eisen ab. Ich baue das Eisen ab. Ich baue das Eisen ab. Ich baue das Eisen, ich baue das Eisen, ich baue das Eisen, ab. So. Ja, ich baue jetzt hier mit dieser Spitzhacke die, das Kupfer ab. Das macht natürlich Sinn. Das ist noch nicht erkundet. Passt die Musik nicht. Ich bin so fröhlich. Okay, jetzt müssen wir aber.